Jeden Tag kämpfen Ärzte um das Leben von Menschen. Manche, die schon klinisch tot waren und trotzdem gerettet werden konnten, erzählen von unglaublichen Dingen, von einer Reise durch einen Tunnel aus Licht, unendlichem Glück und Frieden. Das Paradies nach dem Tod? Skeptiker halten dagegen. Alles ist mit den Funktionen des Gehirns erklärbar, sagen sie. Ja, was stimmt? Menschen mit Todesnäheerfahrungen sind keine Einzelfälle. Eine Studie aus dem Jahr 1999 hat ergeben, dass etwa 3,3 Millionen Deutsche schon mal so ein Erlebnis hatten. Schön, dass Sie dabei sind. Das ist ein faszinierendes Thema heute bei Planet Wissen, denn dahinter steht eine der zentralen Fragen unseres Lebens. Was passiert nach dem Tod? Gibt es da überhaupt irgendwas? Wir wollten wissen, was Sie glauben. Meine persönliche Meinung, für mich kommt danach nichts mehr. Nach dem Tod kommt das Paradies. Ich denke, also ich bin gläubiger Moslem und praktiziere das auch. Und da denke ich, dass es auf jeden Fall ein Leben nach dem Tod gibt. Und das ist für mich das Paradies. Wir sind christlich erzogen worden. Und dass mit dem Tod alles vorbei ist, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, nach dem Tod liege ich irgendwo unter der Erde und Insekten fressen mich auf. Also ich glaube nicht, dass irgendwas Übersinnliches da auf mich wartet. Nach dem Tod? Ja, dann leben wir weiter. Treffe ich alle wieder. Glaube ich. Wenn ich das alles glaube, lebe ich besser. Ja, ich freue mich, dass heute Christine Stein bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen bei Planet Hallo. Wissen. Sie erzählen uns Ihre spannende Geschichte. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Ja, ich glaube daran ganz fest, weil ich sowas erlebt habe schon. Ich weiß, dass es nach dem Leben hier in einer anderen Welt weitergeht. Mhm. Ich hatte vor 13 Jahren einen schlimmen Autounfall und infolgedessen hatte ich die sogenannte Nahtoderfahrung. Mhm. Darüber werden Sie uns heute erzählen. Davor, Sie waren damals 19 Jahre alt, hatten Sie da schon an ein Leben nach dem Tod geglaubt oder wie standen Sie dazu? Also Sie sagen, ich war 19, als der Unfall passierte. Ich habe schon mal davon gehört, dass es sowas geben soll, dass es danach weitergehen könnte. Ich habe aber nie wirklich daran geglaubt, weil mir die Beweise gefehlt haben. Und jetzt habe ich selbst die Beweise und weiß ganz sicher, dass es danach weitergeht. Und wissen Sie noch, was Sie davor dachten? War da eine Hoffnung oder haben Sie sich damit beschäftigt oder wie konkret war da was? Also ich habe mich nicht konkret damit beschäftigt, aber ja, Sie sagen Hoffnung, also die war schon da. Oder vielleicht auch ja ein Wunsch, es war der Wunsch da, dass es schön weitergeht in einer anderen Welt. Mhm. Wie sind Sie erzogen worden zu Hause in Bezug auf dieses Thema? Ja, also meine Eltern haben mir beigebracht, dass wenn Oma und Opa sterben, dass sie in den Himmel kommen und dann von oben auf mich herabschauen können. Und genau das konnte ich dann auch erleben und die Aussage wurde bestätigt. Mhm. Sind Sie christlich erzogen worden oder in der Religion? Genau, evangelisch oder katholisch? Christlich-katholisch. Mhm. Ja. Ich glaube, das interessiert einen in dem Zusammenhang. Ne? Ja. Und das ist ja so die klassische, was man Kindern erzählt. Ne? Die sitzen oben auf den Wolken. Und gucken runter. So hatten Sie das bis dahin ja, gehofft, sagten Sie gerade. Ne? So sieht's aus, ja. Und heute erfahren wir, wie das heute für Sie aussieht. Nahtoderfahrungen werden sehr kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite stehen die Menschen wie Christine Stein, die das erlebt haben. Die meisten sind davon überzeugt, dass sie einen Blick ins Jenseits geworfen haben und haben dann keine Angst mehr vor dem Tod. Und auf der anderen Seite steht die Mehrheit von Wissenschaftlern, die überzeugt ist, alles findet im Gehirn statt. In dieser Sendung hören wir natürlich beide Seiten. Aber jetzt erfahren Sie erstmal, was Christine Stein, unserem heutigen Studiogast, genau passiert ist. Ich habe mich da schon ja, aufs Wochenende gefreut, aufs Bevorstehende, auf die Party, die anstand, auf die ich mich total gefreut hatte. Für die 19-jährige Christine Stein beginnt der 24. März 2000 wie ein ganz normaler Freitag. Er endet in einer Tragödie. Durch dieses Erlebnis ja, lebe und erlebe ich alles viel intensiver. Christine fährt wie jeden Morgen mit dem Auto zum Kindergarten, in dem sie ein Praktikum macht. An einem Stoppschild hält sie an. Ein LKW kommt von links und blinkt, um abzubiegen. Christine fährt los. Doch der Laster biegt nicht ab, rammt ihren Wagen, schleudert ihn in den Straßengraben und begräbt sie unter sich. Und dann erinnere ich mich daran, dass eben der LKW auf meinem Auto drauf lag und ich eingequetscht war, sodass es ja ganz, ganz eng war. Und dass ich dann einfach mit bloßen Händen versucht habe, ihn wegzuschieben, was natürlich Blödsinn war, das ging nicht. Aber ich habe es trotzdem versucht, weil
Also ich dachte, eine andere Möglichkeit habe ich in dem Moment nicht. Das ist ja sehr gruselig. Wenn man diese Fotos sieht, kann man sich echt nicht vorstellen, dass sie noch leben. Ja, also für mich sind die Fotos auch heute immer noch ja, ein Grauen. Also es kommt dann auch immer wieder hoch bei mir. Sehen Sie die öfter an oder wie oft dann haben Sie die jetzt zuletzt gesehen? Zuletzt habe ich sie gesehen, als ich hier für die Sendung mit Ihnen gedreht habe. Aber ich muss schon sagen, also hin und wieder schaue ich sie mir ganz bewusst an. Ja, so als Art Therapie, dass ich mich damit konfrontiere und hoffe irgendwann mal, ja, dass sich in mir nichts mehr rührt, wenn ich sie ansehe, dass ich sie ganz neutral anschauen kann. Was passiert, wenn Sie sie angucken? Wow, also mein Herz schlägt bis hier und ja, es kommen ganz viele Erinnerungen in mir hoch, ja, bei denen ich auch ganz oft dann nochmal schlucken muss. Ja. Ein paar Tränchen bilden sich. Also es, ja, auch wenn es schon 13 Jahre her ist, ist es für mich doch noch jeden Tag präsent. Geht ja mir so als Unbeteiligter schon, wenn ich diese Bilder sehe, dass ich schlucken muss. Wir haben auch noch mal zwei Fotos von Ihrem Wagen. Ja. Das ist wirklich unglaublich, dass Sie da rausgekommen sind. Was für Verletzungen hatten Sie genau? Ja, also ich hatte eine Vielzahl an lebensgefährlichen Verletzungen. Also ich fange immer gerne an mit den Beschreibungen am Kopf. Also ich hatte Hirnquetschungen, Hirnblutungen. Dann war ein Augennerv gelähmt. Dann war ein Felsen, also das Felsenbein, ein Schädelknochen war gebrochen. Mein Schlüsselbein war gebrochen. 8 Rippen waren ebenfalls gebrochen. Mein Becken war gebrochen. Und dann ja, innere Verletzungen, also meine Milz war gerissen, als auch meine Lunge, die auch gerissen war. Und die schlimmste Verletzung war eben die, dass die Hauptschlagader am Herzen, die Aorta, gerissen war. Und somit drohte ich ja gleich wegen mehrerer Verletzungen innerlich zu verbluten. Ja, also wirklich von oben bis unten Matsch. Kaputt. Ja, ja, kann man wirklich so sagen. Zerquetscht, zerdrückt, ja, was ja, man das an den Bildern ja auch sieht, die wir gerade gesehen haben. Was wissen Sie noch von dem Unfall? Welche Erinnerungen haben Sie? Also an den eigentlichen Zusammenstoß kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß ja noch die Sekunden oder die Minuten vor dem Zusammenstoß. Ich weiß, welches Lied im Radio lief. Welches denn? Killing Me Softly. Echt? Was dann auch sehr makaber ist, wenn man weiß, was danach passierte. Mhm. Ja, und meine Gedanken kreisten schon um das Wochenende. Der Unfalltag war ein Freitag. Ich war auf dem Weg zu meiner Praktikumsstelle in den Kindergarten. Ich freute mich auf die Kinder im Kindergarten. Ja, und nach dem Zusammenstoß weiß ich, dass ich in dem Auto eingeklemmt lag und habe versucht, den LKW wegzuschieben, was natürlich nicht funktionieren konnte. Und ich habe ja alle Geräusche um mich herum wahrgenommen, habe die Rettungskräfte gehört. Ja, und weiß auch, dass ich geschrien habe. Ja, aber so direkt und so schnell konnte mir natürlich keiner helfen. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich aus dem Auto befreit wurde. Was hatten Sie dann für Operationen oder wie ging das dann weiter mit Ihnen? Also direkt nach dem Unfall wurde ich mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ja, dort wurde dann erstmal ja, sich ein Überblick verschafft über die Anzahl und der Schwere der Verletzungen. Ja, ich wurde dann am offenen Herzen operiert und die Lunge wurde notdürftig geflickt, sag ich mal. Die Milz wurde entfernt. Ja, und schon in dieser Nacht, nach dem Unfall, musste ich erneut notoperiert werden, wieder am offenen Herzen, weil die Aorta oder das Patch, was um die Aorta drumherum gesetzt wurde, wieder gerissen war. Ein Patch ist wie so ein Flicken, womit man die Ader wie praktisch so eine Schelle quasi, die zunäht wieder. Genau, ja. Die wichtigste Ader im Körper, die Hauptschlagader, ja. Die den ganzen Körper versorgt. Ja. Da passierte aber noch nichts Ungewöhnliches bei diesen Operationen, Übersinnliches. Nein. Das war einfach nur... Ja, es war eine schwere Operation, die auch circa 4 Stunden dauerten jeweils. Ja, und das sollte eigentlich bis an mein Lebensende halten, dieses Patch. Weil es dann leider nicht tat. Sie durften dann nach Hause und damals hatte Ihr damaliger Freund eine ganz nette Idee. Als Sie entlassen worden sind, in welchem Zustand waren Sie da eigentlich? Konnten Sie gehen? Nein, also ich konnte nur mit Hilfe mich fortbewegen. Ich hatte ja einen komplizierten Beckenbruch und war eine ganze Zeit lang auf den Rollstuhl angewiesen. Also ich musste mit dem Rollstuhl fortbewegt werden oder mich selbst fortbewegen. Ja, und ich durfte nach der Entlassung aus dem Krankenhaus leider nur 5 Tage zu Hause verbringen. Ja, da kommen wir gleich drauf. Erstmal haben Sie sich gefreut, weil Ihr Freund damals dieses Tine
genau, in den Rasen gemäht hat. Ja, das hat mein damaliger Freund als Willkommensgruß, sag ich mal, für mich in den Rasen gemäht, ja. Erstmal dachten alle, Mensch, sie hat's überlebt, sie wird wieder gesund, sie darf nach Hause. Und sie haben wieder Pläne gemacht, sie hatten auch eine Party, glaube ich, vor, als es dann wieder passiert ist. Sie haben es gerade schon angedeutet, wir gucken uns das mal im Film an, was dann passiert ist. Die Aorta reißt erneut, das nächste Krankenhaus 30 Kilometer entfernt. Ja, es hat sich so gezeigt, dass ich einen ganz dicken Bauch bekommen habe, weil das ganze Blut eben in meinen Bauchraum geflossen ist. Ja, und dann habe ich wohl Blut ausgehustet. Es sieht schlecht aus für Christine. Sie verliert viel zu schnell viel zu viel Blut. Die Ärzte kämpfen darum, sie am Leben zu halten, aber sie verlieren sie. Christine ist klinisch tot. Wie lange waren Sie klinisch tot? 23 Minuten. Und diese Zeit ist schon, also immer wenn ich davon erzähle, ist es eigentlich unvorstellbar. Sehr lange? Ja. Kommt einem sehr, sehr lange vor? Ja. Über 20 Minuten. Und was ist während dieses Herzstillstandes als erstes mit Ihnen passiert? Woran erinnern Sie sich da? Ja, so während dieses Herzstillstands bin ich aus meinem Körper ausgetreten. Wie genau das vonstatten ging, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß aber dann, dass ich die Möglichkeit hatte, von oben, also wie aus einer Vogelperspektive, hinunter auf den OP-Tisch zu schauen, wo ich lag und wo die Chirurgen um mein Leben kämpften, und konnte genau wahrnehmen, was die Chirurgen während der Operation sprachen. Also sie haben sich untereinander, ich sag mal, auf liebevolle Weise so ein bisschen angeschnauzt. Und hey, jetzt mach schneller, wir müssen die Kleine durchkriegen, sie muss es schaffen, jetzt mach schneller, mach schneller, mach schneller. Ja, und das Ganze habe ich von oben mitbekommen und das konnten mir die Chirurgen im Nachhinein auch bestätigen, als ich wieder bei Bewusstsein war und auch so weit wieder genesen war, dass ich ihnen das erzählen konnte, was ich erlebt habe. Wie hat sich das angefühlt, außerhalb von Ihrem Körper zu sein, wie Sie das beschreiben? Das Schweben oder war da ein Luftgefühl oder war das nur die Perspektive? Es war eigentlich die Perspektive. Also als ich mich dann an diesem Ort, dem Himmel, so wie ich ihn nenne, vorgefunden habe, ja, war es so, wie wir jetzt hier sitzen. Also es war ganz normal. Ich bin nicht geschwebt oder so. Ich hatte, ich habe mich ganz normal fortbewegt. Mhm. Und das also, über dem OP-Tisch war auch kein Schweben, sondern einfach nur diesen Blick, genau, wissen Blick, Sie? Ja, genau. Das ist ein sehr spannendes Thema, das viele Leute fasziniert. Das merken wir an der Diskussion, die dazu auf Facebook tobt, könnte man sagen. Was kommt nach dem Tod? Diese Frage wird dort diskutiert und dazu haben wir schon einige Antworten bekommen. Da schreibt zum Beispiel Martin Schmidt, an ein Dasein nach dem Tod zu denken, lenkt vom Handeln im Jetzt ab, sagt er. Sagen Sie dazu? Nein, ich würde eher sagen, also ich kann ja nur meine Meinung dazu sagen, ich denke, dass das bestärkt das jetzt, das Leben hier. Also ich kann selber sagen, dass ich seit dieser Nahtoderfahrung viel, viel intensiver lebe und auch alles intensiver erlebe. Dorothea Schmidt schreibt, nach dem Tod ist nicht alles vorbei, wir sterben nicht, wir gehen in ein anderes Leben über. Sehr schön, ja, kann ich unterstreichen. Genauso sehen Sie das auch. Es ist ja wirklich sehr individuell. Ich versuche gerade hier wieder umzuschalten, da bin ich. Und wir haben auch im Internet interessante Fakten zu diesem Thema für Sie zusammengestellt. Da ist zum Beispiel die Geschichte von Eben Alexander, einem amerikanischen Neurochirurgen. Er stand den Nahtodberichten, die er von seinen Patienten immer wieder mal gehört hat, sehr kritisch gegenüber, bis er selbst fast gestorben ist und eine Woche in ein tiefes Koma fiel. Blick in die Ewigkeit heißt sein Buch, das er daraufhin geschrieben hat. Wochenlang war es auf Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times und auch bei uns in Deutschland war es ein Bestseller. Mehr über seine Geschichte erfahren Sie bei uns im Internet unter www.planet-wissen.de. Dort können Sie auch Kontakt zu uns aufnehmen, also per Mail über planet-wissen@wdr.de oder auch auf Facebook. Wir freuen uns immer über Kommentare zu unseren Sendungen. Solche Erlebnisse, wie sie auch unser heutiger Studiogast Christine Stein beschreibt, nennt die Wissenschaft eine außerkörperliche Erfahrung, eine Out-of-Body-Experience. Eine Erfahrung mit dem Gefühl, sich außerhalb des eigenen Körpers zu befinden und ihn selbst beobachten zu können. Und damit ist sie nicht alleine.
Von solchen Nahtoderlebnissen erzählen viele, die sich in Todesgefahr befanden. Neben dem Austreten aus dem Körper und der Tunnellichterfahrung schildern Betroffene zum Teil auch Begegnungen mit Verstorbenen oder mit übersinnlichen Wesen. Manche sehen eine Art Film mit Szenen aus ihrem Leben. Die Erfahrungen ähneln sich, unabhängig von Kultur und Religion. Die physiologischen Auslöser sind vielfältig. Einer davon Sauerstoffmangel. Auch Todesangst oder Meditation können Nahtoderlebnisse auslösen. Unter Medikamenten- und Drogeneinfluss werden nicht so tiefe, aber ähnliche Erlebnisse beobachtet. Doch was verbirgt sich hinter einer Nahtoderfahrung? Viele Betroffene glauben, dass ihr Bewusstsein oder ihre Seele den Körper verlassen hat. Ist das möglich? Der Neuropsychologe und Theologe Christian Hoppe hält das für unwahrscheinlich. Wir gehen in der modernen Hirnforschung davon aus, dass alle geistig-seelischen Vermögen und Phänomene immer an Hirnfunktion gebunden sind. Das würde dann auch für die Nahtoderfahrung gelten. Dort werden ja Wahrnehmungen gemacht, Gefühle empfunden, Erinnerungen gebildet. Alles das stellen wir uns heute ausschließlich im Zusammenhang mit Hirnfunktionen vor. Aber was passiert im Gehirn während einer Nahtoderfahrung? Genau weiß man das nicht. Wissenschaftler glauben, dass die Phänomene von Funktionsstörungen des Gehirns ausgelöst werden. Die Kommunikation zwischen den Nervenzellen funktioniert nicht mehr richtig. Aber erklärt das eine außerkörperliche Erfahrung? Immer wieder beschreiben Patienten zum Beispiel nach einem Herzstillstand Gegenstände oder Vorgänge, die sie eigentlich nicht hätten sehen können. Denn während einer tiefen Bewusstlosigkeit kann das Gehirn nicht arbeiten. Wie lässt sich das erklären? Für den Neurologen Wilfried Kuhn bleibt das Phänomen rätselhaft. Das ist aus neurobiologischer, wissenschaftlicher Sicht nicht zu erklären. Aus diesem Grunde muss ich schlussfolgern, muss ich die Hypothese aufstellen, dass es eine außersinnliche Wahrnehmung ist. Und diese außersinnliche Wahrnehmung ist durch die Neurobiologie letztlich nicht zu erklären, sodass man andere Wahrnehmungsformen annehmen muss. Andere Wahrnehmungsformen, das hieße, es gäbe eine Art der Wahrnehmung außerhalb des Gehirns und außerhalb unseres Körpers. Der wissenschaftliche Beweis dafür fehlt allerdings. Exakt in der Phase, wo das Gehirn nicht in der Lage ist, Bewusstsein zu tragen, sollten keine Erlebnisse möglich sein. Könnte man das nachweisen, diesen zeitlichen Zusammenhang, hätte man die Leitidee der modernen Hirnforschung in diesem Moment widerlegt. Genau das versuchen britische Forscher seit einigen Jahren. Dass Menschen ihren Körper verlassen können, wollen sie mit einem Computermonitor beweisen, mit wechselnden Bildern. Weder Ärzte noch Patienten wissen von diesem Monitor, denn sichtbar ist er nur von oben. Wenn auch nur ein Patient nach einer Bewusstlosigkeit von diesen Bildern erzählen könnte, wäre der Beweis für eine außerkörperliche Erfahrung erbracht. Noch allerdings ist die Studie nicht abgeschlossen, die bisherigen Ergebnisse unter Verschluss. Dr. Christian Hoppe, den Sie gerade schon im Film gesehen haben, beschäftigt sich seit Jahren mit der Nahtodforschung. Er ist Theologe und Neuropsychologe an der Uniklinik Bonn. Er wird unsere Sendung heute wissenschaftlich begleiten und er ist uns jetzt aus Bonn zugeschaltet. Herzlich willkommen, Dr. Hoppe. Guten Tag. Grüße Sie. Sie kennen einen ähnlichen Versuch wie die AWARE-Studie, die wir gerade im Film gesehen haben. Was hat diese Studie, die Sie kennen, ergeben? Ja, es gab eine Vorläuferstudie, von der ein Londoner Neuropsychiater Peter Fenwick in einem Vortrag berichtet. Eine Kollegin Pam Sartori hat darüber auch eine Dissertation erstellt. In dieser Studie wird über 8 Patienten berichtet, die auf einer Intensivstation ein außerkörperliches Erlebnis hatten. Und dort war ein experimentelles Setup vorbereitet. Man hatte auf einem Regal oberhalb der Betten Spielkarten hinterlegt. Und wenn die Person tatsächlich sozusagen als Seele ihren Körper verlassen würden und tatsächlich sich oben unter der Decke befinden, dann müssten sie eigentlich, wenn sie sich selbst sehen können, notwendigerweise auch diese Spielkarten entdeckt haben. Von diesen 8 Patienten hat niemand über diese Spielkarten berichtet. Das heißt natürlich nicht, dass das bewiesen wäre, dass es somit also ein reines psychologisches Phänomen wäre, aber kein wirklicher Austritt einer Seele erfolgt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt
fehlt ein Hinweis auf ein hirnunabhängiges Erleben. Ja, man könnte ja jetzt zum Beispiel sagen, die haben sich halt vielleicht auf sich konzentriert oder auf die Ärzte geguckt oder zugehört, was die geredet haben, so wie Frau Stein das ja auch gerade geschildert hat. Würden Sie denn dann sagen, Frau Stein hat sich das eingebildet, dass sie das von oben gesehen hat? Oder nein, wie würden Sie es erklären? Das wäre das größte Missverständnis. Also die Existenz dieser Erfahrung als solche zu bestreiten, ist vollkommen widersinnig. Es ist vollkommen klar, dass die Berichte der Betroffenen oder der Experiencer glaubwürdig sind. Diese Personen haben genau das erlebt, was sie beschreiben. Das zu bestreiten macht gar keinen Sinn. Wir haben aus Sicht der Hirnforschung eigentlich eine ziemlich für die Betroffenen überhaupt nicht naheliegende Frage. Wir fragen uns ausschließlich, ob diese Erlebnisse auf der Basis von Hirnfunktionen stattfinden oder eben nicht, weil das dann für die Leitidee der modernen Hirnforschung gravierende Konsequenzen hätte. Zu dieser Frage können die Betroffenen selbst gar nichts sagen, weil sie über ihre Hirnzustände zum Zeitpunkt des Erlebens natürlich nichts wissen können. Ja. Könnte man denn solche Zustände künstlich erzeugen? Ja, also die außerkörperlichen Erlebnisse sind ein gar nicht so seltenes neurologisch, klinisch-neurologisches Phänomen, das bei verschiedenen Hirnerkrankungen auftreten kann. Das ist schon ein erster Hinweis, dass außerkörperliche Erlebnisse mit Hirnfunktion, wenn auch beeinträchtigter Hirnfunktion, durchaus vereinbar sind. Und dann gibt es künstliche Möglichkeiten der Auslösung, Elektrostimulation der Hirnrinde. Wird manchmal erforderlich im Zusammenhang mit Epilepsiechirurgie. Dort ist ein Fall berichtet, wo eine Patientin sich teilweise bei der Stimulation ihrer Hirnrinde von oben her im Bett liegen gesehen hat. Dann ist bekannt, dass Ketamin, LSD und so weiter diese drogenähnliche Erlebnisse machen. Und es gibt die Möglichkeit der Selbstinduktion solcher Erlebnisse durch Selbsthypnose, Meditation und so weiter. Solche Berichte sind ja fast so alt wie die Menschheit. Die gibt es eigentlich schon immer. Haben die sich denn verändert? Wurde im Mittelalter anders darüber berichtet als heute oder in anderen Kulturkreisen anders, als wir das tun? Ich würde sehr, sehr sorgfältig unterscheiden wollen zwischen der außerkörperlichen Erfahrung, die einen ganz hohen Realitätsbezug hat. Frau Stein berichtete ja eben, dass Zeugen bestätigen konnten, was sie während des außerkörperlichen Erlebnisses gesehen und gehört hat, und dem, was ich zusammenfassend Tunnel-Licht-Erlebnis nenne, also nachfolgenden Erlebnissen, die ausschließlich die betroffene Person wahrnehmen konnte. Und tatsächlich gibt es über diesen Teil zahlreiche Berichte, eigentlich aus allen Kulturen, auch in ältesten Texten findet man solche Berichte. Nehmen wir an, dass solche Erfahrungen gemacht wurden und dann eben so niedergelegt wurden, dann wären die Nahtoderfahrungen auf jeden Fall auch eine Quelle für unsere Vorstellung vom Jenseits. Und die sind dann verschieden? Die sind sehr Islam verschieden. Islam anders als bei uns? Genau, oder? Genau. Das Genre ist sozusagen gleich, aber die Ausgestaltung ist kulturell geprägt. Und man muss ja auch sagen, auch wenn natürlich die Thematik dieselbe ist, sind auch die individuellen Nahtoderfahrungen innerhalb einer Kultur durchaus auch verschieden. Man kann die Gemeinsamkeiten betonen, aber man kann auch die Unterschiede sehen. Okay, dann halte ich also jetzt mal kurz nochmal fest. Sie sagen, das, was Frau Stein gehört und gesehen hat, sich selbst und die Gespräche der Chirurgen, konnte sie wahrnehmen, weil ihr Gehirn tätig war. Zu dem Zeitpunkt hinreichend intakt war und es möglich war. Das wäre Ihre Erklärung an dem Punkt. Prima. Wir sprechen uns gleich noch weiter. Herzlichen Dank. Erstmal nach Bonn. Das Herz von Christine, stand still, trotz aller Bemühungen der Ärzte. 23 Minuten lang haben wir gerade mit ihr darüber gesprochen. Und ihre außerkörperliche Erfahrung, in der sie sich und die Operation von oben gesehen hat, war aber erst der Anfang ihrer Nahtoderfahrung. Ich habe nur ganz zarte pastellfarbene Töne gesehen. Ja, so zartes Gelb, ein ganz sanftes Grün, also Türkisgrün, also einfach ganz friedliche Farben. Also ich denke, jeder Mensch, der dort einmal ist, fühlt sich sofort wohl. Ich habe zum ersten Mal meine Großeltern mütterlicherseits kennenlernen dürfen. Ich kannte sie nur von Bildern und sie sahen im Himmel, also an dem Ort, wo ich mich zu dem Zeitpunkt dann befand, sahen sie so aus, wie ich sie zuletzt von den Bildern her kannte, also ihre letzten Bilder. Sie sind nicht weiter gealtert im Himmel, haben mit meinem Namen nach mir gerufen, ja, und haben mich ganz herzlich umarmt und in Empfang genommen und sagten mir dann, sie zeigen mir jetzt mal ihr Reich.
Ich habe ja auch zwei frühere Nachbarn von mir gesehen, die beide an Krebs verstorben sind. Und auch die beiden waren gesund. Also sie waren nicht mehr von ihrem Krebs gezeichnet. Und das ist ja so allgemein das, das Tolle, was ich mir aus meinem Erlebnis mitnehme, dass ich wirklich ganz klar sagen kann, alle Menschen, die sterben, kommen an diesen wunderschönen Ort und ihnen geht es gut. Und wir, also die Hinterbliebenen, müssen sich keine Sorgen um sie machen. Die Verstorbenen haben auch die Möglichkeit von dort oben, sage ich mal, hinunterzuschauen. An diesem Ort schien der Boden wie aus Glas zu sein. Ich hatte die Möglichkeit, dann auf meine Familie hinunterzuschauen und konnte sie dann sehen, wie sie in einem kleinen Wartesaal vor dem OP saßen. Ich habe gesehen, wie sie sich die Hände hielten, wie sie gebetet haben, auch geweint haben. Ja, und mir ging es in dieser Zeit ja gut, aber ich hatte in dieser Situation keine Möglichkeit, ihnen das mitzuteilen. Und das war ja für mich mit das Schlimmste in Verbindung mit dem Unfall. Mir ging es gut, musste aber meine Familie dort leiden sehen. Und ja, ich hätte ihnen so gern gesagt, hey, hört auf zu weinen, mir geht's gut, ich bin bald wieder bei euch. Aber ja, es ging nicht, mir waren die Hände gebunden. Der bewegendste Moment für mich mit meinen Großeltern war eigentlich die Verabschiedung. Also dann natürlich auch ein trauriger Moment, denn sie sagten zu mir, du musst dich jetzt von uns wieder verabschieden. Du hast noch eine große Aufgabe zu erfüllen auf der Erde, die zwar schon begonnen, aber noch lange nicht fertiggestellt ist. Ja, welche Aufgabe das ist, weiß ich noch nicht. Aber das waren ihre letzten Worte. Erfülle deine Aufgabe. Wir sehen uns in vielen, vielen Jahren wieder. Das ist ja fast zum Heulen schön. Ja. Ihnen sind auch die Tränen gekommen. Aber ich glaube, auch genau so wünschen sich das viele, viele Menschen. Genau so, wie Sie Ihren Himmel beschreiben, wie das unser Team nach Ihren Beschreibungen gedreht hat mit Ihnen. Was haben Sie noch erlebt in Ihrem Himmel? Ja, also ich konnte mich, wie in dem Beitrag auch schon beschrieben, ich konnte mich davon überzeugen, dass es wirklich allen Menschen, allen Verstorbenen dort gut geht. Ja, meine Großeltern mütterlicherseits haben mich in ihre Mitte genommen, wie es auch in dem Beitrag nachgestellt wurde, und haben mir ihr Reich gezeigt. Sie haben mich an verschiedene Orte geführt. Kannten Sie die? Also haben Sie die kennengelernt als Kind? Ich habe sie lebendig hier nie kennengelernt. Mhm. Also mein Opa hat mich einige Male gesehen, als ich noch ein Baby war. Mhm. Aber daran fehlt mir natürlich jede Erinnerung. Also ich habe sie dort im Himmel wirklich zum ersten Mal bewusst getroffen. Und woher wussten Sie, dass Sie das sind? Weil ich sie auf den Bildern oder von Bildern her kannte, und sie sahen im Himmel genauso aus, wie ich sie von ihren letzten Bildern her kannte. Und sie haben mich auch mit meinem Namen begrüßt, und ja, dann war es für mich klar, das sind meine Großeltern, und das ist ja das schönste Erlebnis in Verbindung mit meiner Nahtoderfahrung, dass ich jetzt sagen kann, hey, ich habe Oma und Opa getroffen. Mhm. Und hatte der Himmel einen Himmel? Waren da Vögel? Und war das so greifbar oder wie war das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, so vom Atmosphärischen, ja. Also es war einfach, ja, der Himmel. Ich denke, das Wort Himmel oder unter dem Wort Himmel stellt sich jeder schon was Schönes, was Positives vor. Und genau so war es auch, wie ich es erlebt habe. Aber ich habe so, ja, viele Einzelheiten weiß ich einfach nicht mehr, weil die in dem Moment für mich nicht so interessant, so wichtig waren. In dem Moment... Ja, ich habe zum ersten Mal meine Großeltern getroffen, und das war für mich das Allerwichtigste und auch das Allerschönste dort. Ja, ja. Und ja klar, ich stelle so Fragen, denke, die man dann so wenn man klar, versucht, das klar, zu begreifen. Ja, ne? Ja. Aber Sie haben ja da was ganz anderes wahrgenommen. Aber konnten Sie riechen oder fühlen oder schmecken? Wissen Sie also das? Ich konnte garantiert riechen, fühlen, schmecken, aber ich kann mich daran nicht erinnern, dass ich das bewusst getan habe. Also mit dem Fühlen schon. Also meine Großeltern haben mich ja verabschiedet. Jeder hat mir einen Kuss auf die Stirn gegeben bei der Verabschiedung, und das konnte ich spüren. Und
daran erinnere ich mich immer noch gerne zurück. Deswegen auch vorhin, ja, war es nochmal so ein bisschen, ja, sehr emotional für mich. Ja. Ein paar Tränchen sind gerollt, weil einfach dieses Gefühl kommt dann immer wieder in mir hoch. Und das war, ja, unbeschreiblich schön. Also den Kuss auf der Stirn haben Sie gespürt? Haben Sie auch gespürt, wie Sie gegangen sind? Ja, ja. Also ich konnte, ja, wenn ich mich im Himmel oder als ich mich im Himmel fortbewegt habe, ja, konnte ich spüren, dass der Boden, ja, es hört sich kindisch an, aber es ist einfach so, so wie ich es erlebt habe, dass der Boden wirklich wie aus Watte zu sein schien. Also der Untergrund, auf dem ich mich befand, ja, war ganz weich und lauwarm und ich hatte auch wie alle anderen Menschen, die ich dort gesehen habe, keine Schuhe an. Mhm. Ja, und ich erklärte mir das dann so, ja, aus welchem Grund sollte man Schuhe anhaben, wenn man über so einen schönen, weichen, warmen Boden gehen darf. Und dann dieses Fenster, durch das Sie durchgucken konnten, was wir ja auch versucht haben darzustellen im Film, standen da noch andere, haben durchgeguckt oder wie war das? Nein, also das war wirklich nur ein Ort, an den meine Großeltern mich geführt haben. Mhm. Und ja, wir haben es in dem Beitrag durch ein Fenster oder mit einem Fenster dargestellt. Mhm. Es war natürlich kein Fenster, es war wirklich ja der Boden. Also ich stand auf dem Boden und an dieser Stelle schien der Boden wie aus Glas zu sein. Und von dort aus hatte ich dann die Möglichkeit, hinunterzuschauen. Also ich habe keinen gesehen, der noch mit mir hinuntergeschaut hat. Und Sie haben gesehen, an was Sie gedacht haben, oder wie war das? Ja, ganz genau. Also ich hatte ganz schnell herausgefunden, dass ich nur an bestimmte Personen denken musste. Und genau auf diese Personen konnte ich dann hinunterschauen, wie ja auch in dem Beitrag schön dargestellt. Mhm. Ich konnte auf meine Familie runterschauen, also habe den ja kleinen Warteraum vom OP sehen können, habe dort meine Eltern sitzen sehen, auch noch andere Angehörige von mir, habe gesehen, ja, wie sie sich die Hände hielten, gebetet haben, geweint haben, sich gegenseitig Mut zugesprochen haben. Ja, und das war so mit das Schlimmste, ihre Verzweiflung sehen zu müssen, denn mir ging es ja gut in dieser Zeit. Das ist eigentlich genau die Vorstellung, die man auch kleinen Kindern zum Trost sagt, wenn jemand Geliebtes stirbt. Ne? Genau, die sitzen oben auf den Wolken und gucken uns zu. Ja. Und ich konnte mich überzeugen, dass es wirklich so ist. Gesehen. Ja. Mhm. Danke, dass Sie uns das so offen erzählen heute hier. Eine der ungeklärten Fragen bei Nahtoderlebnissen ist, ob das Gehirn in der Zeit, in der die Menschen ihre Nahtoderfahrung haben, wirklich tot ist. Beziehungsweise völlig inaktiv. Denn wenn das so wäre, dann könnte man vermuten, dass es ein Bewusstsein außerhalb unseres Körpers gibt. So verrückt das auch klingen mag. Und dazu gibt es einen bekannten Fall aus den USA, bei dem die gesamte elektrische Aktivität des Gehirns während einer Operation fortlaufend gemessen wurde. Und zwar die Geschichte von Pam Reynolds. Darüber sprechen wir gleich direkt mit Dr. Hoppe. Dr. Hoppe, der Kardiologe, behauptet ja am Ende des Filmes, das Gehirn hätte keine Aktivität mehr gehabt, als das Nahtoderlebnis abgelaufen ist. Was sagen Sie dazu? In diesem Bericht sind so unglaublich viele Fehler. Wir sehen bei dem Fall Pam Reynolds, glaube ich, die Entstehung eines Mythos. Und es ist sehr wichtig, sich an die ersten Berichte zu halten, die sorgfältig zu betrachten. Für diesen Fall ist die gesamte Erörterung dieser sogenannten des Kälteschlafes oder dieser Unterkühlungsnarkose vollkommen irrelevant. Weil alles, was irgendwie zeitlich bestimmbar ist in den Erlebnisberichten von Pam Reynolds, hat deutlich vorher stattgefunden. Das können Sie auch im Bericht selbst nochmal nachhören. Nach 2 Stunden wurde eben trepaniert, also der Schädel geöffnet. Nach 4 Stunden wurde dann erst diese Unterkühlungsnarkose überhaupt eingeleitet. Das ist wirklich erstaunlich, dass das in den Medien immer weiter kolportiert wird, dass diese Unterkühlungsnarkose irgendwie relevant sei für diesen Fall. Ist sie nicht, in keiner Weise. Ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass es einfach viele Menschen gibt, die sowas gerne auch glauben möchten. Deswegen haben wir uns ja heute auch dieses Themas angenommen, weil es einfach viele Menschen interessiert. Aber gut, angenommen, das ist so, wie Sie sagen. Aber dann würde das ja so erklären, dass sie Gespräche wahrgenommen hat, weil eben ihr Gehirn aktiv war. Aber wie hätte sie denn diesen Bohrer sehen können, wenn ihre Augen zu waren? Sie hat ihn nicht direkt gesehen, sie hat ihn gehört. Wenn ich zum Beispiel jetzt unter den Tisch klopfen würde, ich weiß nicht, ob Sie das hören können, dann sehen Sie in gewisser Weise meine Faust unter die Tischplatte klopfen. Und sie hat gesagt, es hat sich angehört wie so ein Zahnarztbohrer. Also sieht es auch aus wie ein Zahnarztbohrer. Mhm.
Das Wahrscheinlichste ist, dass sie hier im Rahmen einer Standardnarkose, vielleicht sogar einer relativ flachen Standardnarkose, die durchgeführt wurde zur Vorbereitung der nachfolgenden Unterkühlungsnarkose, dass sie dort intraoperative Wachheit erlebt oder erlitten hat. Also sie war nicht wirklich bewusstlos. Und in diesem Zustand hat sie dieses außergewöhnliche Erlebnis eines außerkörperlichen Erlebnisses gehabt, einen ungewöhnlichen Bewusstseinszustand. Ja. Wie würden Sie die Paradieserfahrung von Christine Stein erklären, die sie uns gerade geschildert hat? Das Wichtige ist nochmal, die Hirnforschung hat zunächst die funktionelle Betrachtung. Wir brauchen also in dem Erlebnisbericht zeitliche Marker, um die abgleichen zu können mit Hirnfunktionsmessungen und auch mit der Realität. Also können die Berichte irgendwie bestätigt werden. Bei den Tunnellichterlebnissen, alles dem, bei den Paradiesberichten, besteht so eine Möglichkeit des Abgleichs nicht. Das heißt jedoch, diese Erlebnisse können zu jedem beliebigen Zeitpunkt stattgefunden haben. Behauptet wird, das sei immer während der tiefen Bewusstlosigkeit, aber genauso möglich ist und aus unserer Sicht plausibler, dass das beim Verschwinden des Bewusstseins auftritt oder beim Wiedererlangen des Bewusstseins auftritt. Mhm. Und dieser Zeitpunkt würde eben bedeuten, dass diese Erlebnisse absolut vereinbar sind mit der Leitidee der Hirnforschung. Und warum ist es immer ein Tunnel und ein Licht? Weil da sind sich ja alle Berichte ähnlich. Nein, sind sie nicht. Es gibt durchaus auch Erfahrungen, wo ein Berggrat überschritten wird zu einem Gipfel hin. Bei Alexander Ibn gibt es auch keinen Tunnel, sondern er befindet sich direkt in einer ganz künstlichen, farblichen Landschaft, durch die merkwürdige Schmetterlinge fliegen. Also das ist ein Topos, der immer wieder auftaucht, aber den man nicht überziehen darf. Und gibt es dafür eine wissenschaftliche Erklärung? Weil er taucht ja schon häufig auf. Nochmal, die Hirnforschung sagt zunächst einfach nur, diese Erlebnisse gibt es nicht ohne Gehirnfunktion. Mhm. Ich könnte im Moment auch Ihren Alltagsbewusstseinszustand nicht einfach erklären. Ich kann nicht genau erklären, warum Sie meine Stimme jetzt so hören, in dem Klang, wie Sie sie jetzt gerade hören. Mhm. Ich glaube nur, Sie hören sie nicht ohne Hirnfunktion. Das ist ein großer Unterschied. Wir behaupten gar nicht sehr viel, sondern nur nicht ohne Gehirn. Ich kann Ihnen aus unserem Bereich erzählen, dass es bei einer Stimulation der Hirnrinde im Hinterhauptsbereich, also bei einer Störung der Funktion der Hirnrinde dort, nicht zur Dunkelheit kommt, sondern dieser visuelle Kortex, wenn er stimuliert wird, produziert die Empfindung von Licht. Also die Personen berichten, im zentralen Gesichtsfeld einen Lichtpunkt zu sehen. Das wäre also zumindest vereinbar, dass also bei einem Funktionsverlust dieses Hirnrindenareals nicht Dunkelheit, sondern eben Licht wahrgenommen wird. Ja. Herzlichen Dank, Dr. Hoppe, bis hierhin. Wir sprechen uns ja gleich nochmal weiter. Es gibt also durchaus wissenschaftliche Erklärungen für dieses Lichtempfinden. Christine, wir kommen zurück zu Ihrer Nahtoderfahrung, denn Sie waren ja in Ihrem Himmel, wie Sie uns das gerade geschildert haben. Tatsache ist, dass Sie 23 Minuten klinisch tot waren, aber dann hat Ihr Herz plötzlich wieder angefangen zu schlagen. Obwohl Sie in Ihrem Himmel, wie Sie uns gerade erzählt haben, sehr glücklich waren und sich sehr wohl gefühlt haben, sind Sie sozusagen wieder ins Leben zurückgekommen. Was meinen Sie, warum fing Ihr Herz wieder an zu schlagen? Gut, also nach diesen 23 Minuten hat mein Herz selbstständig wieder geschlagen. Ja, ich denke, meine Zeit war einfach zum Glück also noch nicht. Sie wurden reanimiert und dann lief es einfach wieder von selbst. Genau, es hat so lange, also 23 Minuten gedauert, bis mein Herz reanimiert werden konnte und dann selbstständig wieder schlug. Ja, aber ich denke, ich habe einfach noch eine große Aufgabe hier auf der Erde zu erfüllen, wie jeder andere Mensch auch. Meine Zeit war zum Glück einfach noch nicht gekommen. Haben Sie sich bewusst zur Rückkehr entschieden, würden Sie sowas sagen? Nein, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die Wahl gehabt hätte, möchtest du zurück oder nicht. Aber ich glaube, wenn ich sie gehabt hätte, hätte ich mich auch für die Rückkehr entschieden. Wollte ich fragen, ob Sie lieber dort geblieben wären, obwohl es ja keine freundliche Frage ist. Ich freue mich sehr, dass Sie heute lebendig vor mir sitzen. Aber meine Großeltern haben irgendwann zu mir gesagt, du musst dich jetzt von uns verabschieden, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du hast noch eine große Aufgabe auf der Erde zu erfüllen, die zwar schon begonnen, aber noch lange nicht fertiggestellt ist. Ja, was diese Aufgabe sein soll, weiß ich nicht. Ja, aber das waren eben so die letzten Worte meiner Großeltern. Dann gab mir jeder einen Kuss auf die Stirn und sagten, erfülle deine Aufgabe, wir sehen uns in vielen, vielen Jahren wieder. Ja, und in diesem Moment weiß ich, dass ich geweint habe, weil es einfach so ein gefühlsverwirrter Augenblick war. Ich war auf der einen Seite traurig, meine Großeltern verlassen zu müssen, weil ich sie ja zum ersten Mal dort getroffen habe. Auf der anderen Seite war ich aber auch überglücklich, wieder zurück zu dürfen zu meiner Familie. Ja, und deswegen weinte ich und das konnten mir auch die Chirurgen bestätigen. Dass Sie auch im OP-Saal
Tränen hatten. Ganz genau, ja. Sie haben ja gehört, was Dr. Hoppe gerade gesagt hat, wie die Wissenschaft, das wissen Sie ja auch, wie die Wissenschaft solche Erlebnisse wie Ihres erklärt. Was sagen Sie dazu? Warum sind Sie sich so sicher, dass Sie das erlebt haben und dass das auch wirklich war? Ja, warum bin ich mir so sicher? Also haben Sie Beweise, sage ich jetzt mal so. Weil er sagt ja, wissenschaftlich interessant sind zeitliche Marker. Die haben Sie ja jetzt nicht. Also oder was haben Sie für Beweise? Warum sind Sie sich sicher, dass das echt war? Also ich denke, also für mich selber weiß ich, ich muss nichts beweisen. Ich muss auch sonst niemand anderem was beweisen. Also es ist gut, dass es die Wissenschaft gibt, die solche Dinge eben erforscht. Mhm. Aber ganz ehrlich gesagt, es ist mir egal, was bei der Wissenschaft rauskommt, bei den ganzen Wissenschaft. Ja, aber was bei den Forschungen rauskommt, denn ich weiß, was ich erlebt habe. Mhm. Und dieses Erlebnis, ja, ist wie ein Schatz für mich, was ganz Wertvolles, was ganz Besonderes. Mhm. Ist ja auch sehr überzeugend, wie Sie das schildern. Deswegen fanden wir das auch gerade eine Herausforderung, das mal so gegenüberzustellen. Christine Stein ist überzeugt. Sie haben es gerade auch wieder sehen können. Ihre Seele war auf einer Reise in ihren Himmel. Aber gibt es überhaupt eine Seele? Das wollten auch schon viele Wissenschaftler beweisen. Und teilweise mit wirklich skurrilen Experimenten. Eine Frage, die seit jeher fasziniert. Hat der Mensch eine Seele? Ja. Und sie wiegt genau 21 Gramm. Davon überzeugt ist zumindest Duncan MacDougall. Anfang des 20. Jahrhunderts führt der amerikanische Arzt bizarre Experimente mit Sterbenden durch. Denn, wenn man stirbt, verlässt die Seele den Körper. So der Glaube des Mediziners. Um das Ganze zu beweisen, wählt MacDougall 6 Patienten aus, die bald an ihrer Krankheit sterben werden. Das Bett des jeweiligen Menschen stellt er auf eine Waage und misst das Gewicht direkt vor und nach dem Todeszeitpunkt. Bei einem der Patienten stellt er tatsächlich einen Gewichtsverlust fest, und zwar um 21 Gramm. MacDougall entscheidet sich, das Experiment mit Hunden und Mäusen zu wiederholen. Ohne Ergebnis. Sein Fazit daher: Hunde und Mäuse haben keine Seele. Trotz dieser extrem zweifelhaften Testergebnisse veröffentlicht MacDougall 1907 Artikel von seiner 21-Gramm-Theorie. Seine Idee fasziniert. Bis heute. So auch den deutschen Quantenphysiker Dr. Michael König. Er führt aktuell Experimente durch, mit denen er beweisen will, dass die Seele tatsächlich ein physisches Gewicht hat. Seine Theorie? Es handelt sich um eine messbare Materie, vermutlich wie Gas. König geht davon aus, dass die Seele aus Elektronen und Positronen besteht, also eine materielle Struktur hat, die den Körper verlässt, wenn man stirbt. Bewiesen aber ist bis heute nichts, trotz aller wissenschaftlicher Bemühungen. Das Gewicht der Seele ist und bleibt ein Mythos. Auch aktuell wird zu diesem Thema geforscht. So konnten Wissenschaftler der Universität Michigan nachweisen, dass die Aktivität im Gehirn von Ratten 30 Sekunden nach Eintreten des Herztodes steil ansteigt. Das sei wie ein Feuer, das durchs Gehirn rast, sagten sie. Die Gehirne wären dabei aktiver als bei normalem Bewusstsein. Dr. Hoppe, da würde ich Sie gleich dazu gerne hören. Wie bewerten Sie dieses Ergebnis? Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Es ist ein Tierexperiment gewesen. Es geht gar nicht so sehr um die Nervenzellaktivität, sondern deren Zusammenschaltung, deren Zusammenspiel, was nämlich genau den Charakter angenommen hat. Die sogenannte Gamma-Aktivität ist sehr stark geworden. Das ist etwas, wovon wir heute glauben, dass das mit Bewusstsein sehr viel zu tun hat. Damit hätte man eigentlich nicht gerechnet, dass nach einem Herzstillstand bei dem Tier diese Art von gut koordinierter Nervenzellaktivität auftreten kann. Das beweist wieder gar nichts. Nur in diesem Feld wissen wir noch sehr wenig. Und dies ist wiederum vereinbar mit der These der Hirnforschung. Auch in diesem Zusammenhang gibt es Hirnfunktionen, die relevant sein könnte für Bewusstsein. Manche Phänomene bezüglich Nahtoderlebnissen lassen sich nicht wissenschaftlich erklären. Zum Beispiel dieser bekannte Fall mit dem Gebiss. Könnten Sie den kurz schildern? Man muss einfach unterscheiden. Es gibt im Internet extrem viele Anekdoten über paranormale Phänomene. Wir haben in der Wissenschaft einfach einen Standard, zum Beispiel, wie diese Patienten zu befragen gewesen wären. Mhm. Alle diese Patienten und diese Fälle sind im Prinzip verbrannt, weil sie nicht
auf eine nicht suggestive Weise befragt wurden. Also das ist unter Videodokumentation und so weiter. Sondern es wird uns jetzt von Leuten, die Kardiologen sind, die keine Wissenschaftler sind, jedenfalls nicht relevant publiziert haben, werden uns diese Dinge berichtet. Okay. Sie können nicht erwarten, dass eine wirklich klinisch und grundlagenwissenschaftlich sehr gut bewährte These aufgrund solcher Berichte über den Haufen geworfen wird. Ich schildere den Fall nur ganz kurz, damit unsere Zuschauer Bescheid wissen. Es ist Pim van Lommel, ein niederländischer Kardiologe, schilderte einen Fall, wo ein Patient eben auch, dem sein Gebiss rausgenommen wurde, während er wiederbelebt wurde. Danach war dieses Gebiss weg und nach Tagen lief ihm ein Pfleger über den Weg und er sagte, frag den, wo mein Gebiss ist. Der hat es nämlich in das und das Fach getan. Also er wusste, wo sein Gebiss ist. Und das klingt natürlich faszinierend, aber Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist nicht nachprüfbar. Wahrscheinlich wieder ein Fall intraoperativer Wachheit. Die Narkose war nicht tief genug, außerkörperliches Erlebnis mit Realitätsbezug. Genau. Was natürlich ich noch gerne von Ihnen wissen möchte, Sie sind ja auch katholischer Theologe. Glauben Sie denn an ein Leben nach dem Tod? Ich glaube, dass das Leben endet mit dem Tod. Es wird nicht vernichtet, es wird nicht zu nichts in dem Moment, wo es endet, aber mir ein Erleben wie hier auf Erden vorzustellen, einfach nur in Fortsetzung, unter den gleichen zeitlichen Bedingungen, nur unter himmlischen Konditionen sozusagen, das fällt mir extrem schwer. Ich glaube, dass hier leicht eine Verwechslung geschieht. Wir als Lebende müssen uns irgendwie das Wirklichbleiben unserer Toten vorstellen. Und daher sind diese Bilder unglaublich hilfreich. Ich wüsste auch gar nicht, wie wir anders mit der Abwesenheit unserer Toten umgehen sollten, wenn nicht mit Seelenbildern. Mhm. Aber was jetzt hier beim Nahtoderlebnis passiert, ist, dass wir sozusagen selbst hineinkriechen in diese Bilder. Und ich glaube, dass da ein Missverständnis vorliegt. Also so stellen Sie sich das nicht vor? Nein. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie unsere Sendung heute wissenschaftlich begleitet haben. Herzlichen Dank, Dr. Hopp, herzlichen Dank nach Bonn. Ja, viele Menschen mit Nahtoderfahrungen hat dieses Erlebnis sehr erschüttert und auch verändert. Auch bei Christine war das so. Ihre Großeltern hatten sich ja von ihr mit den Worten verabschiedet, sie habe noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Und die scheint Christine heute tatsächlich sogar schon gefunden zu haben. Ich denke, das Paradies ist weiß und ganz, ganz groß. Für jeden ein Schloss vielleicht. Man ist da König oder Königin. Wenn man stirbt, kann sein, dass die Seele wegfliegt. Ich glaube, das Paradies sieht sehr groß und bunt aus. Ich glaube, wenn man tot ist, dann ist man tot. Dann spürt man nichts mehr. Das ist so wie ein zweites Leben. Christine Stein freut sich immer auf ihre Begegnungen mit Kindern. Ihnen erzählt sie dann von den unglaublichen Minuten in einer anderen Welt. Ich denke, es hat einen Sinn, dass ich Kindern und auch Erwachsenen von meinem Erlebnis berichte, denn das soll bestimmt Teil meiner Aufgabe hier auf der Erde sein, was meine Großeltern mir im Himmel schon mit auf den Weg gegeben haben, dass ich noch eine Aufgabe zu erfüllen hätte. Zum Einstieg zeigt Christine Stein Gegenstände vom Tag des Unfalls. Die total zerstörte Jeans, die sie damals getragen hat. Und kaum ist ihre Nahtoderfahrung Thema, platzen die Kinder fast vor Neugier. Geht es noch weiter nach dem Himmel? Kann ich dir nicht wirklich beantworten, weil ich war ja nur zu Besuch 23 Minuten dort. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es danach noch weitergeht. Als du im Himmel mit den Leuten gesprochen hast, haben die dich dann verstanden? Ja, meine Großeltern haben sich ganz normal mit mir unterhalten, so wie du mir jetzt die Frage gestellt hast, wie wir uns alle hier schon unterhalten haben. Genau so haben die auch gesprochen. Wie ist das denn? Es gibt ja auch Babys, die im Bauch sterben. Ist das dann, dass die dann ohne Eltern im Himmel dann aufwachsen müssen? Oder kommen die dann erst gar nicht in den Himmel? Wow, echt toll. Danke auch für die Fragen, denn die regen mich auch nochmal so zum Nachdenken an. Da kann ich auch nicht wirklich sagen, wie es ist, weil ich es einfach nicht weiß. Aber ich bin überzeugt davon, dass auch die Babys, die gar nicht erst zur Welt kommen dürfen, dass die auch ihren Platz im Himmel haben. Du hast doch gesagt, man kann vom Himmel überall hingucken. Also hast du auch den Mars oder den Pluto oder so gesehen? Also ich habe keine anderen Planeten oder Sterne oder was auch immer gesehen. Ich konnte vom Himmel wirklich nur hier hinunter auf die Erde, wo wir jetzt hier leben und wo wir hier sitzen, uns sehen. Aber was anderes konnte ich nicht sehen, nein. Die Kinder helfen der gelernten Erzieherin, ihre eigene Geschichte besser zu verarbeiten. Gleichzeitig will ihnen Christine Stein das Tabuthema Tod näher bringen und Hoffnung machen auf ein glückliches Leben nach dem Tod. Und das
stellt sich jeder ein bisschen anders vor. Tolle Bilder und toll, was die alles gefragt haben. Ne? War ein total schöner Frage Tag mit Mars den Kindern. Und Pluto, ja. War echt clever, ne? Waren super Fragen dabei, ja. Der wollte es wissen. Ja. Klasse. Sie sind ja sowieso, haben ja als Erzieherin auch gelernt, ja. Und arbeiten heute auch als Schulbegleiterin, ja. Mit einem autistischen Kind und haben viel mit Kindern zu tun, haben auch, aber auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, Like an Angel, einmal Himmel und zurück. Genau. Also Sie sind viel mit dem Thema befasst, aber wie ist es speziell mit Kindern darüber zu reden? Also man kann ganz klar sagen, mit Kindern ist es was ganz anderes, über dieses Thema zu sprechen, als mit Erwachsenen, mhm. Weil Kinder sind einfach unvoreingenommen. Sie stellen die Fragen einfach gerade raus und denken nicht, oh Gott, wie hört sich das denn an, vielleicht, wenn ich die Frage so und so stelle. Sie fragen einfach frei raus und das finde ich super schön. Das erleichtert mir auch oftmals meine Arbeit oder auch die Antworten dann zu geben. Die nehmen auch keine Rücksicht, ne? Die fragen wirklich ganz alles. Ganz genau, ne? Ja. Mhm. Ja. Also auch bei Kindern ist es so, oder bei Kinderfragen speziell, dass mir dann auch oftmals Tränen in die Augen stoßen, weil die wirklich frei raussprechen. Aber genauso nehmen auch die Kinder mich dann in den Arm und sagen, Frau Stein, ist doch gut, dass du wieder da bist. Das ist echt super schön. Über Facebook haben wir noch eine Antwort bekommen. Peter Hartmann hat da geschrieben, der hatte offenbar auch ein Nahtoderlebnis. Die Essenz aller positiven Gefühle vereinen sich im Zeitpunkt des Übergangs, schreibt er. Erzählt man davon, gilt man schnell als Spinner oder bestenfalls als Esoteriker. Wie hat denn Ihr Umfeld Ihre Berichte aufgenommen? Die Erwachsenen jetzt. Ja, also da kann ich wirklich von Glück sagen, dass ich ein ganz tolles Umfeld, eine tolle Familie habe. Also keiner von meinen Freunden hat mir den Rücken zugekehrt, nachdem ich davon erzählt habe. Sie alle glauben mir, was ich erlebt habe, denn sie sagen auch, hey Tinchen, also Tine ist mein Spitzname, warum solltest du ganz bewusst anderen Menschen was Falsches erzählen? Hat sie da noch nie jemand konfrontiert? Aber bewusst hat mich damit noch nie jemand persönlich kontaktiert. Eine E-Mail oder 2, 3 E-Mails habe ich schon bekommen, wo mich dann Menschen gefragt haben oder mir unterstellt haben, dass ich mir das alles nur ausdenke, um damit in die Öffentlichkeit treten zu können. Ja, und solche Mails, muss ich ehrlich sagen, tun schon weh, denn ich habe nichts erfunden, was ich hier erzähle, warum auch. Aber genauso gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Mails und auch handgeschriebene Briefe, speziell auch von älteren Menschen, die mir davon erzählen, dass sie ihren Partner beispielsweise verloren haben und jetzt durch meine Erzählungen daran glauben können, dass es ihrem Partner gut geht und dass sie ihn auch irgendwann wiedersehen werden. Und das hilft mir auch weiter in meiner Verarbeitung, wenn ich was Positives durch meine eigentlich schlimme Sache erreichen kann. Ja, eine sehr tröstliche Vorstellung ist das ja auf jeden Fall, die sich eben bestimmt viele Menschen genau so wünschen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Christine Stein, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind und uns so offen und ehrlich und mutig das so erzählt haben, obwohl Sie wissen, dass es viele Menschen gibt, die sowas nicht glauben. Aber Sie wirken überzeugend. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute weiterhin. Ich danke Ihnen. Und liebe Zuschauer, Nahtoderfahrungen, über die wir heute gesprochen haben, sind etwas sehr Individuelles, bei jedem Menschen einzigartig. Wir haben heute versucht, das wissenschaftlich zu beleuchten, was Sie nun glauben oder nicht. Ist aber natürlich Ihre Sache, aber vielleicht waren ja spannende Denkansätze dabei. Das war Planet Wissen. Danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lauwarm und ich hatte auch wie alle anderen Menschen, die ich dort gesehen habe, keine Schuhe an. Mhm. Ja, und ich erklärte mir das dann so, aus welchem Grund sollte man Schuhe anhaben, wenn man über so einen schönen, weichen, warmen Boden gehen darf. Und dann dieses Fenster, durch das Sie durchgucken konnten, was wir ja auch versucht haben darzustellen im Film, standen da noch andere, haben durchgeguckt oder wie war das? Nein, also das war wirklich nur ein Ort, an den meine Großeltern mich geführt haben. Mhm.
Und ja, wir haben es in dem Beitrag durch ein Fenster oder mit einem Fenster dargestellt. Mm-hmm. Es war natürlich kein Fenster, es war wirklich ja der Boden. Also ich stand auf dem Boden und an dieser Stelle schien der Boden wie aus Glas zu sein. Und von dort aus hatte ich dann die Möglichkeit, hinunterzuschauen. Also ich habe keinen gesehen, der noch mit mir hinuntergeschaut hat. Und Sie haben gesehen, an was Sie gedacht haben, oder wie war das? Ja, ganz genau. Also ich hatte ganz schnell herausgefunden, dass ich nur an bestimmte Personen denken musste. Und genau auf diese Personen konnte ich dann hinunterschauen, wie ja auch in dem Beitrag schön dargestellt. Mhm. Ich konnte auf meine Familie runterschauen, also habe den kleinen Warteraum vom OP sehen können, habe dort meine Eltern sitzen sehen, auch noch andere Angehörige von mir, habe gesehen, ja, wie sie sich die Hände hielten, gebetet haben, geweint haben, sich gegenseitig Mut zugesprochen haben. Ja, und das war so mit das Schlimmste, ihre Verzweiflung sehen zu müssen. Denn mir ging es ja gut in dieser Zeit. Das ist eigentlich genau die Vorstellung, die man auch kleinen Kindern zum Trost sagt, wenn jemand Geliebtes stirbt. Ne? Genau, die sitzen oben auf den Wolken und gucken uns zu. Ja. Und ich konnte mich überzeugen, dass es wirklich so ist. Gesehen. Ja. Mhm. Danke, dass Sie uns das so offen erzählen heute hier. Eine der ungeklärten Fragen bei Nahtoderlebnissen ist, ob das Gehirn in der Zeit, in der die Menschen ihre Nahtoderfahrung haben, wirklich tot ist, beziehungsweise völlig inaktiv. Denn wenn das so wäre, dann könnte man vermuten, dass es ein Bewusstsein außerhalb unseres Körpers gibt. So verrückt das auch klingen mag. Und dazu gibt es einen bekannten Fall aus den USA, bei dem die gesamte elektrische Aktivität des Gehirns während einer Operation fortlaufend gemessen wurde. Und zwar die Geschichte von Pam Reynolds. Darüber sprechen wir gleich direkt mit Dr. Hoppe. Dr. Hoppe, der Kardiologe, behauptet ja am Ende des Filmes, das Gehirn hätte keine Aktivität mehr gehabt, als das Nahtoderlebnis abgelaufen ist. Was sagen Sie dazu? In diesem Bericht sind so unglaublich viele Fehler. Wir sehen bei dem Fall Pam Reynolds, glaube ich, die Entstehung eines Mythos. Und es ist sehr wichtig, sich an die ersten Berichte zu halten, die sorgfältig zu betrachten. Für diesen Fall ist die gesamte Erörterung dieser sogenannten Kälteschlafes oder dieser Unterkühlungsnarkose auch auf Facebook. Wir freuen uns immer über Kommentare zu unseren Sendungen. Solche Erlebnisse, wie sie auch unser heutiger Studiogast Christine Stein beschreibt, nennt die Wissenschaft eine außerkörperliche Erfahrung, eine Out-of-Body-Experience. Eine Erfahrung mit dem Gefühl, sich außerhalb des eigenen Körpers zu befinden und ihn selbst beobachten zu können. Und damit ist sie nicht alleine. Von solchen Nahtoderlebnissen erzählen viele, die sich in Todesgefahr befanden. Neben dem Austreten aus dem Körper und der Tunnellichterfahrung schildern Betroffene zum Teil auch Begegnungen mit Verstorbenen oder mit übersinnlichen Wesen. Manche sehen eine Art Film mit Szenen aus ihrem Leben. Die Erfahrungen ähneln sich, unabhängig von Kultur und Religion. Die physiologischen Auslöser sind vielfältig. Einer davon Sauerstoffmangel. Auch Todesangst oder Meditation können Nahtoderlebnisse auslösen. Unter Medikamenten und Drogeneinfluss werden nicht so tiefe, aber ähnliche Erlebnisse beobachtet. Doch was verbirgt sich hinter einer Nahtoderfahrung? Viele Betroffene glauben, dass ihr Bewusstsein oder ihre Seele den Körper verlassen hat. Ist das möglich? Der Neuropsychologe und Theologe Christian Hoppe hält das für unwahrscheinlich. Wir gehen in der modernen Hirnforschung davon aus, dass alle geistig-seelischen Vermögen und Phänomene immer an Hirnfunktion gebunden sind. Das würde dann auch für die Nahtoderfahrung gelten. Dort werden ja Wahrnehmungen gemacht, Gefühle empfunden, Erinnerungen gebildet. Alles das stellen wir uns heute ausschließlich im Zusammenhang mit Hirnfunktionen vor. Aber was passiert im Gehirn während einer Nahtoderfahrung? Genau weiß man das nicht. Wissenschaftler glauben, dass die Phänomene von Funktionsstörungen des Gehirns ausgelöst werden. Die Kommunikation zwischen den Nervenzellen funktioniert nicht mehr richtig. Aber erklärt das eine außerkörperliche Erfahrung? Immer wieder beschreiben Patienten zum Beispiel nach einem Herzstillstand Gegenstände oder Vorgänge, die sie eigentlich nicht hätten sehen können. Denn während einer tiefen Bewusstlosigkeit kann das Gehirn nicht arbeiten. Wie lässt sich das erklären?
Für den Neurologen Wilfried Kuhn bleibt das Phänomen rätselhaft. Das ist aus neurobiologischer, wissenschaftlicher Sicht nicht zu erklären. Aus diesem Grunde muss ich schlussfolgern, muss ich die Hypothese aufstellen, dass es eine außersinnliche Wahrnehmung ist. Und diese außersinnliche Wahrnehmung ist durch die Neurobiologie letztlich nicht zu erklären, sodass man andere Wahrnehmungsformen annehmen muss. Andere Wahrnehmungsformen, das hieße, es gäbe eine Art der Wahrnehmung außerhalb des Gehirns. Und auch aber was bei den Forschungen rauskommt, denn ich weiß, was ich erlebt habe. Mhm. Und dieses Erlebnis, ja, ist wie ein Schatz für mich, was ganz Wertvolles, was ganz Besonderes. Mhm. Ist ja auch sehr überzeugend, wie Sie das schildern. Deswegen fanden wir das auch gerade eine Herausforderung, das mal so gegenüberzustellen. Christine Stein ist überzeugt. Sie haben es gerade auch wieder sehen können. Ihre Seele war auf einer Reise in ihren Himmel. Aber gibt es überhaupt eine Seele? Das wollten auch schon viele Wissenschaftler beweisen. Und teilweise mit wirklich skurrilen Experimenten. Eine Frage, die seit jeher fasziniert. Hat der Mensch eine Seele? Ja. Und sie wiegt genau 21 Gramm. Davon überzeugt ist zumindest Duncan MacDougall. Anfang des 20. Jahrhunderts führt der amerikanische Arzt bizarre Experimente mit Sterbenden durch. Denn wenn man stirbt, verlässt die Seele den Körper, so der Glaube des Mediziners. Um das Ganze zu beweisen, wählt MacDougall 6 Patienten aus, die bald an ihrer Krankheit sterben werden. Das Bett des jeweiligen Menschen stellt er auf eine Waage und misst das Gewicht direkt vor und nach dem Todeszeitpunkt. Bei einem der Patienten stellt er tatsächlich einen Gewichtsverlust fest, und zwar um 21 Gramm. MacDougall entscheidet sich, das Experiment mit Hunden und Mäusen zu wiederholen. Ohne Ergebnis. Sein Fazit daher: Hunde und Mäuse haben keine Seele. Trotz dieser extrem zweifelhaften Testergebnisse veröffentlicht MacDougall 1907 Artikel von seiner 21-Gramm-Theorie. Seine Idee fasziniert. Bis heute. So auch den deutschen Quantenphysiker Dr. Michael König. Er führt aktuell Experimente durch, mit denen er beweisen will, dass die Seele tatsächlich ein physisches Gewicht hat. Seine Theorie? Es handelt sich um eine messbare Materie, vermutlich wie Gas. König geht davon aus, dass die Seele aus Elektronen und Positronen besteht, also eine materielle Struktur hat, die den Körper verlässt, wenn man stirbt. Bewiesen aber ist bis heute nichts, trotz aller wissenschaftlicher Bemühungen. Das Gewicht der Seele ist und bleibt ein Mythos. Auch aktuell wird zu diesem Thema geforscht. So konnten Wissenschaftler der Universität Michigan nachweisen, dass die Aktivität im Gehirn von Ratten 30 Sekunden nach Eintreten des Herztodes steil ansteigt. Das sei wie ein Feuer, das durchs Gehirn rast, sagten sie. Die Gehirne wären dabei aktiver als bei normalem Bewusstsein. Dr. Hoppe, da würde ich Sie gleich dazu gerne hören. Wie bewerten Sie dieses Ergebnis? Ja, es ist selbstständig wieder geschlagen. Ja, ich denke, meine Zeit war einfach zum Glück also noch nicht. Sie wurden reanimiert und genau, dann lief ja, es einfach wieder von selbst. Genau, es hat so lange, also 23 Minuten gedauert, bis mein Herz ja reanimiert werden konnte und dann selbstständig wieder schlug. Mhm. Ja, aber ich denke, ich habe einfach noch eine große Aufgabe hier auf der Erde zu erfüllen, wie jeder andere Mensch auch. Meine Zeit war zum Glück einfach noch nicht gekommen. Haben Sie sich bewusst zur Rückkehr entschieden, würden Sie sowas sagen? Nein, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die Wahl gehabt hätte, möchtest du zurück oder nicht. Aber ich glaube, wenn ich sie gehabt hätte, hätte ich mich auch für die Rückkehr entschieden. Wollte ich fragen, ob Sie lieber dort geblieben wären, obwohl es ja keine freundliche Frage ist. Ich freue mich sehr, dass Sie heute lebendig vor mir sitzen. Ja. Aber meine Großeltern haben irgendwann zu mir gesagt, du musst dich jetzt von uns verabschieden, deine Zeit ist noch nicht gekommen, du hast noch eine große Aufgabe auf der Erde zu erfüllen, die zwar schon begonnen, aber noch lange nicht fertiggestellt ist. Mhm. Ja, was diese Aufgabe sein soll, weiß ich nicht. Ja, aber das waren eben so die letzten Worte meiner Großeltern. Mhm. Dann gab mir jeder einen Kuss auf die Stirn und sagten, erfülle deine Aufgabe, wir sehen uns in vielen, vielen Jahren wieder. Ja, und in diesem Moment weiß ich, dass ich geweint habe,
weil es einfach so ein gefühlsverwirrter Augenblick war. Ich war auf der einen Seite traurig, meine Großeltern verlassen zu müssen, weil ich sie ja zum ersten Mal dort getroffen habe. Auf der anderen Seite war ich aber auch überglücklich, wieder zurückzudürfen zu meiner Familie. Ja, und deswegen weinte ich und das konnten mir auch die Chirurgen bestätigen. Dass Sie auch im OP-Saal Tränen hatten. Ganz genau, ja. Sie haben ja gehört, was Dr. Hoppe gerade gesagt hat, wie die Wissenschaft, das wissen Sie ja auch, wie die Wissenschaft solche Erlebnisse wie Ihres erklärt. Was sagen Sie dazu? Warum sind Sie sich so sicher, dass Sie das erlebt haben und dass das auch wirklich war? Tja, warum bin ich mir so sicher? Also haben Sie Beweise, sage ich jetzt mal so. Weil er sagt ja, wissenschaftlich interessant sind zeitliche Marker. Die haben Sie ja jetzt nicht. Oder was haben Sie für Beweise? Warum sind Sie sich sicher, dass das echt war? Also ich denke, also für mich selber weiß ich, ich muss nichts beweisen. Ich muss auch sonst niemand anderem was beweisen. Also es ist gut, dass es die Wissenschaft gibt, die solche Dinge eben erforscht. Mhm. Aber ganz ehrlich gesagt, ist mir egal, was bei der Wissenschaft rauskommt. Sie bei sind den Sie ganzen in der Wissenschaft. Ja, aber was bei den Forschungen rauskommt, denn ich weiß, was ich erlebt habe. Mhm. Und dieses Erlebnis, ist wie ein Schatz für mich, was ganz Wertvolles, was ganz Besonderes. Mhm. Ist ja auch sehr überzeugend, wie Sie das schildern. Deswegen fanden wir das auch gerade eine Herausforderung, das mal so gegenüberzustellen. Christine Stein ist überzeugt. Sie haben es gerade auch wieder sehen können. Ihre Seele war auf einer Reise in ihren Himmel. Aber gibt es überhaupt eine Seele? Das wollten auch schon viele Wissenschaftler beweisen. Und teilweise mit wirklich autistischem Kind und haben viel mit Kindern zu tun, haben aber auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, Like an Angel, einmal Himmel und zurück. Also Sie sind viel mit dem Thema befasst. Aber wie ist es speziell mit Kindern darüber zu reden? Also man kann ganz klar sagen, mit Kindern ist es was ganz anderes, über dieses Thema zu sprechen, als mit Erwachsenen, weil Kinder sind einfach unvoreingenommen. Sie stellen die Fragen einfach gerade raus und denken nicht, oh Gott, wie hört sich das denn an, vielleicht, wenn ich die Frage so und so stelle. Sie fragen einfach frei raus und das finde ich super schön. Das erleichtert mir auch oftmals meine Arbeit oder auch die Antworten dann zu geben. Die nehmen auch keine Rücksicht, die fragen wirklich alles. Ja, ganz genau, ne? Also auch bei Kindern ist es so, oder bei Kinderfragen speziell, dass mir dann auch oftmals Tränen in die Augen stoßen, weil die wirklich frei raussprechen. Aber genauso nehmen auch die Kinder mich dann in den Arm und sagen, Frau Stein, ist doch gut, dass du wieder da bist. Das ist echt super schön. Über Facebook haben wir noch eine Antwort bekommen. Peter Hartmann hat da geschrieben, der hatte offenbar auch ein Nahtoderlebnis. Die Essenz aller positiven Gefühle vereinen sich im Zeitpunkt des Übergangs, schreibt er. Erzählt man davon, gilt man schnell als Spinner oder bestenfalls als Esoteriker. Wie hat denn Ihr Umfeld Ihre Berichte aufgenommen? Die Erwachsenen jetzt. Ja, also da kann ich wirklich von Glück sagen, dass ich ein ganz tolles Umfeld, eine tolle Familie habe. Also keiner von meinen Freunden hat mir den Rücken zugekehrt, nachdem ich davon erzählt habe. Sie alle glauben mir, was ich erlebt habe, denn sie sagen auch, hey Tinchen, also Tine ist mein Spitzname, warum solltest du ganz bewusst anderen Menschen was Falsches erzählen? Hat sie da noch nie jemand konfrontiert? Oder leider, also was heißt leider, aber bewusst hat mich damit noch nie jemand persönlich kontaktiert. Eine E-Mail oder 2, 3 E-Mails habe ich schon bekommen, wo mich dann Menschen gefragt haben oder mir unterstellt haben, dass ich mir das alles nur ausdenke, um damit in die Öffentlichkeit treten zu können. Ja, und solche Mails, muss ich ehrlich sagen, tun schon weh, denn ich habe nichts erfunden, was ich hier erzähle, warum auch. Aber genauso gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Mails und auch handgeschriebene Briefe, speziell auch von älteren Menschen, die mir davon erzählen, dass sie ihren Partner beispielsweise verloren haben und jetzt durch meine Erzählungen daran glauben können, dass es ihrem Partner gut geht und dass sie ihn auch irgendwann wiedersehen werden. Und das hilft mir auch weiter in meiner Verarbeitung, wenn ich was Positives durch meine eigentlich schlimme Sache erreichen kann. Ja, eine sehr tröstliche Vorstellung ist das ja auf jeden Fall, die sich eben bestimmt viele Menschen genau so wünschen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Von wir heute glauben, dass das mit Bewusstsein sehr viel zu tun hat. Damit hätte man eigentlich nicht gerechnet, dass nach einem Herzstillstand bei dem Tier diese Art von gut koordinierter Nervenzellaktivität auftreten kann. Das beweist wieder gar nichts. Nur in diesem Feld wissen wir noch sehr wenig und
Dies ist wiederum vereinbar mit der These der Hirnforschung. Auch in diesem Zusammenhang gibt es Hirnfunktionen, die relevant sein könnte für Bewusstsein. Manche Phänomene bezüglich Nahtoderlebnissen lassen sich nicht wissenschaftlich erklären. Zum Beispiel dieser bekannte Fall mit dem Gebiss. Könnten Sie den kurz schildern? Man muss einfach unterscheiden. Es gibt im Internet extrem viele Anekdoten über paranormale Phänomene. Wir haben in der Wissenschaft einfach einen Standard, zum Beispiel, wie diese Patienten zu befragen gewesen wären. Alle diese Patienten und diese Fälle sind im Prinzip verbrannt, weil sie nicht auf eine nicht suggestive Weise befragt wurden. Also das ist unter Videodokumentation und so weiter. Sondern es wird uns jetzt von Leuten, die Kardiologen sind, die keine Wissenschaftler sind, jedenfalls nicht relevant publiziert haben, werden uns diese Dinge berichtet. Okay. Sie können nicht erwarten, dass eine wirklich klinisch und grundlagenwissenschaftlich sehr gut bewährte These aufgrund solcher Berichte über den Haufen geworfen. Ich schildere den Fall nur ganz kurz, damit unsere Zuschauer Bescheid wissen. Es ist Pim van Lommel, ein niederländischer Kardiologe, schilderte einen Fall, wo ein Patient eben auch, dem sein Gebiss rausgenommen wurde, während er wiederbelebt wurde. Danach war dieses Gebiss weg und nach Tagen lief ihm ein Pfleger über den Weg und er sagte, frag den, wo mein Gebiss ist, der hat es nämlich in das und das Fach getan. Also er wusste, wo sein Gebiss ist. Und das klingt natürlich faszinierend, aber Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist nicht nachprüfbar. Wahrscheinlich wieder ein Fall intraoperativer Wachheit. Die Narkose war nicht tief genug, außerkörperliches Erlebnis mit Realitätsbezug. Genau. Was natürlich ich noch gerne von Ihnen wissen möchte, Sie sind ja auch katholischer Theologe. Glauben Sie denn an ein Leben nach dem Tod? Ich glaube, dass das Leben endet mit dem Tod. Es wird nicht vernichtet, es wird nicht zu nichts in dem Moment, wo es endet. Aber mir ein Erleben wie hier auf Erden vorzustellen, einfach nur in Fortsetzung, unter den gleichen zeitlichen Bedingungen, nur unter himmlischen Konditionen sozusagen, das fällt mir extrem schwer. Ich glaube, dass hier leicht eine Verwechslung geschieht. Wir als Lebende müssen uns irgendwie das Wirklichbleiben unserer Toten vorstellen. Und daher sind diese Bilder unglaublich hilfreich. Ich wüsste auch gar nicht, wie wir anders mit der Abwesenheit unserer Toten umgehen sollten, wenn nicht mit Seelenbildern. Mhm. Aber was jetzt hier beim Nahtoderlebnis passiert, ist, dass wir sozusagen selbst hineinkriechen in diese Bilder. Und ich glaube, dass da ein Missverständnis vorliegt. Also so stellen Sie sich das nicht vor? Nein. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie unsere Sendung heute wissenschaftlich begleitet haben. Herzlichen Dank, Dr. Hopp, herzlichen Dank nach Bonn. Ja, viele Menschen mit Nahtoderfahrungen hat dieses Erlebnis sehr erschüttert und auch verändert. Auch bei Christine war das so. Ihre Großeltern hatten sich ja von ihr mit den Worten verabschiedet, sie habe noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Und die scheint Christine heute tatsächlich sogar schon gefunden zu haben. Ich denke, das Paradies ist... Erlebnisse können zu jedem beliebigen Zeitpunkt stattgefunden haben. Behauptet wird, das sei immer während der tiefen Bewusstlosigkeit, aber genauso möglich ist und aus unserer Sicht plausibler, dass das beim Verschwinden des Bewusstseins auftritt oder beim Wiedererlangen des Bewusstseins auftritt. Mhm. Und dieser Zeitpunkt würde eben bedeuten, dass diese Erlebnisse absolut vereinbar sind mit der Leitidee der Hirnforschung. Und warum ist es immer ein Tunnel und ein Licht? Weil da sind sich ja alle Berichte ähnlich. Nein, sind sie nicht. Es gibt durchaus auch Erfahrungen, wo ein Berggrat überschritten wird zu einem Gipfel hin. Bei Alexander Eben gibt es auch keinen Tunnel, sondern er befindet sich direkt in einer ganz künstlichen, farblichen Landschaft, durch die merkwürdige Schmetterlinge fliegen. Also das ist ein Topos, der immer wieder auftaucht, aber den man nicht überziehen darf. Und gibt es dafür eine wissenschaftliche Erklärung? Weil er taucht ja schon häufig auf. Nochmal, die Hirnforschung sagt zunächst einfach nur, diese Erlebnisse gibt es nicht ohne Gehirnfunktion. Mhm. Ich könnte im Moment auch Ihren Alltagsbewusstseinszustand nicht einfach erklären. Ich kann nicht genau erklären, warum Sie meine Stimme jetzt so hören, in dem Klang, wie Sie sie jetzt gerade hören. Mhm. Ich glaube nur, Sie hören sie nicht ohne Hirnfunktion. Das ist ein großer Unterschied. Wir behaupten gar nicht sehr viel, sondern nur nicht ohne Gehirn. Ich kann Ihnen aus unserem Bereich erzählen, dass es bei einer Stimulation der Hirnrinde im Hinterhauptsbereich, also bei einer Störung der Funktion der Hirnrinde dort, nicht zur Dunkelheit kommt, sondern dieser visuelle Kortex, wenn er stimuliert wird, produziert die Empfindung von Licht. Also die Personen berichten, im zentralen Gesichtsfeld einen Lichtpunkt zu sehen. Das wäre also zumindest vereinbar, dass also bei einem Funktionsverlust dieses Hirnrindenareals nicht Dunkelheit, sondern eben Licht wahrgenommen wird. Ja. Herzlichen Dank, Dr. Hoppe, bis hierhin. Wir sprechen uns ja gleich nochmal weiter. Es gibt also durchaus wissenschaftliche Erklärungen für dieses Lichtempfinden. Christine, wir kommen zurück zu Ihrer Nahtoderfahrung, denn Sie waren ja in Ihrem Himmel, wie Sie uns das gerade geschildert haben. Tatsache ist, dass Sie 23 Minuten klinisch tot waren, aber dann hat Ihr Herz plötzlich wieder angefangen zu schlagen. Obwohl Sie in Ihrem Himmel, wie Sie uns gerade erzählt haben, sehr glücklich waren und sich sehr wohl gefühlt haben, sind Sie sozusagen wieder ins Leben zurückgekommen.
Was meinen Sie, warum fing Ihr Herz wieder an zu schlagen? Gut, also nach diesen 23 Minuten hat mein Herz selbstständig wieder geschlagen. Ja, ich denke, meine Zeit war einfach zum Glück also noch nicht. Sie wurden reanimiert und genau, dann lief ja, es einfach es wieder hat, von selbst. Genau, es hat so lange, also 23 Minuten gedauert, bis mein Herz ja reanimiert werden konnte und dann selbstständig wieder schlug. Ja, aber ich denke, ich habe einfach noch eine große Aufgabe hier auf der Erde zu erfüllen, wie jeder andere Mensch auch. Meine Zeit war zum Glück einfach noch nicht gekommen. Haben Sie sich bewusst zur Rückkehr entschieden, würden Sie sowas sagen? Nein, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die Wahl gehabt hätte, möchtest du zurück oder nicht. Aber ich glaube, wenn ich sie gehabt hätte, hätte ich mich auch für die... ...einen Lichtpunkt zu sehen. Das wäre also zumindest vereinbar, dass also bei einem Funktionsverlust dieses Hirnrinnenareals nicht Dunkelheit, sondern eben Licht wahrgenommen wird. Ja. Herzlichen Dank, Dr. Hoppe, bis hierhin. Wir sprechen uns ja gleich nochmal weiter. Es gibt also durchaus wissenschaftliche Erklärungen für dieses Lichtempfinden. Christine, wir kommen zurück zu Ihrer Nahtoderfahrung, denn Sie waren ja in Ihrem Himmel, wie Sie uns das gerade geschildert haben. Tatsache ist, dass Sie 23 Minuten klinisch tot waren, aber dann hat Ihr Herz plötzlich wieder angefangen zu schlagen. Obwohl Sie in Ihrem Himmel, wie Sie uns gerade erzählt haben, sehr glücklich waren und sich sehr wohl gefühlt haben, sind Sie sozusagen wieder ins Leben zurückgekommen. Was meinen Sie, warum fing Ihr Herz wieder an zu schlagen? Also nach diesen 23 Minuten hat mein Herz selbstständig wieder geschlagen. Ja, ich denke, meine Zeit war einfach zum Glück also noch nicht. Sie wurden reanimiert und genau, dann lief ja, es einfach es wieder hat, von selbst. Genau, es hat so lange, also 23 Minuten gedauert, bis mein Herz ja reanimiert werden konnte und dann selbstständig wieder schlug. Ja, aber ich denke, ich habe einfach noch eine große Aufgabe hier auf der Erde zu erfüllen, wie jeder andere Mensch auch. Meine Zeit war zum Glück einfach noch nicht gekommen. Haben Sie sich bewusst zur Rückkehr entschieden, würden Sie sowas sagen? Nein, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die Wahl gehabt hätte, möchtest du zurück oder nicht. Aber ich glaube, wenn ich sie gehabt hätte, hätte ich mich auch für die Rückkehr entschieden. Wollte ich fragen, ob Sie lieber dort geblieben wären, obwohl es ja keine freundliche Frage ist. Ich freue mich sehr, dass Sie heute lebendig vor mir sitzen. Ja. Aber meine Großeltern haben irgendwann zu mir gesagt, du musst dich jetzt von uns verabschieden, deine Zeit ist noch nicht gekommen, du hast noch eine große Aufgabe auf der Erde zu erfüllen, die zwar schon begonnen, aber noch lange nicht fertiggestellt ist. Ja, was diese Aufgabe sein soll, weiß ich nicht. Ja, aber das waren eben so die letzten Worte meiner Großeltern. Dann gab mir jeder einen Kuss auf die Stirn und sagten, erfülle deine Aufgabe, wir sehen uns in vielen, vielen Jahren wieder. Ja, und in diesem Moment weiß ich, dass ich geweint habe, weil es einfach so ein gefühlsverwirrter Augenblick war. Ich war auf der einen Seite traurig, meine Großeltern verlassen zu müssen, weil ich sie ja zum ersten Mal dort getroffen habe. Auf der anderen Seite war ich aber auch überglücklich, wieder zurück zu dürfen zu meiner Familie. Ja, und deswegen weinte ich und das konnten mir auch die Chirurgen bestätigen. Dass Sie auch im OP-Saal Tränen hatten. Ganz genau, ja. Sie haben ja gehört, was Dr. Hoppe gerade gesagt hat, wie die Wissenschaft, das wissen Sie ja auch, wie die Wissenschaft solche Erlebnisse wie Ihres erklärt. Was sagen Sie dazu? Warum sind Sie sich so sicher, dass Sie das erlebt haben und dass das auch wirklich war? Tja, warum bin ich mir so sicher? Also haben Sie Beweise, sage ich jetzt mal so. Weil er sagt ja, wissenschaftlich interessant sind zeitliche Marker. Die haben Sie ja jetzt nicht. Also, oder was haben Sie für Beweise? Warum sind Sie sich sicher, dass das echt war? Also ich denke... ...können Nahtoderlebnisse auslösen. Unter Medikamenten und Drogeneinfluss werden nicht so tiefe, aber ähnliche Erlebnisse beobachtet. Doch was verbirgt sich hinter einer Nahtoderfahrung? Viele Betroffene glauben, dass ihr Bewusstsein oder ihre Seele den Körper verlassen hat. Ist das möglich? Der Neuropsychologe und Theologe Christian Hoppe hält das für unwahrscheinlich. Wir gehen in der modernen Hirnforschung davon aus, dass alle geistig-seelischen Vermögen und Phänomene immer an Hirnfunktion gebunden sind. Das würde dann auch für die Nahtoderfahrung gelten. Dort werden ja Wahrnehmungen gemacht, Gefühle empfunden, Erinnerungen gebildet. Alles das stellen wir uns heute ausschließlich im Zusammenhang mit Hirnfunktionen vor. Aber was passiert im Gehirn während einer Nahtoderfahrung? Genau weiß man das nicht. Wissenschaftler glauben, dass die Phänomene von Funktionsstörungen des Gehirns ausgelöst werden. Die Kommunikation zwischen den Nervenzellen funktioniert nicht mehr richtig. Aber erklärt das eine außerkörperliche Erfahrung?
Immer wieder beschreiben Patienten zum Beispiel nach einem Herzstillstand Gegenstände oder Vorgänge, die sie eigentlich nicht hätten sehen können. Denn während einer tiefen Bewusstlosigkeit kann das Gehirn nicht arbeiten. Wie lässt sich das erklären? Für den Neurologen Wilfried Kuhn bleibt das Phänomen rätselhaft. Das ist aus neurobiologischer, wissenschaftlicher Sicht nicht zu erklären. Aus diesem Grunde muss ich schlussfolgern, muss ich die Hypothese aufstellen, dass es eine außersinnliche Wahrnehmung ist. Und diese außersinnliche Wahrnehmung ist durch die Neurobiologie letztlich nicht zu erklären, sodass man andere Wahrnehmungsformen annehmen muss. Andere Wahrnehmungsformen, das hieße, es gäbe eine Art der Wahrnehmung außerhalb des Gehirns und außerhalb unseres Körpers. Der wissenschaftliche Beweis dafür fehlt allerdings. Exakt in der Phase, wo das Gehirn nicht in der Lage ist, Bewusstsein zu tragen, sollten keine Erlebnisse möglich sein. Könnte man das nachweisen, diesen zeitlichen Zusammenhang, hätte man die Leitidee der modernen Hirnforschung in diesem Moment widerlegt. Genau das versuchen britische Forscher seit einigen Jahren. Dass Menschen ihren Körper verlassen können, wollen sie mit einem Computermonitor beweisen, mit wechselnden Bildern. Weder Ärzte noch Patienten wissen von diesem Monitor, denn sichtbar ist er nur von oben. Wenn auch nur ein Patient nach einer Bewusstlosigkeit von diesen Bildern erzählen könnte, wäre der Beweis für eine außerkörperliche Erfahrung erbracht. Noch allerdings ist die Studie nicht abgeschlossen. Die bisherigen Ergebnisse unter Verschluss. Dr. Christian Hoppe, den Sie gerade schon im Film gesehen haben, beschäftigt sich seit Jahren mit der Nahtodforschung. Er ist Theologe unter www.planet-wissen.de. Dort können Sie auch Kontakt zu uns aufnehmen, also per Mail über planet-wissen@wdr.de oder auch auf Facebook. Wir freuen uns immer über Kommentare zu unseren Sendungen. Solche Erlebnisse, wie sie auch unser heutiger Studiogast Christine Stein beschreibt, nennt die Wissenschaft eine außerkörperliche Erfahrung, eine Out-of-Body-Experience. Eine Erfahrung mit dem Gefühl, sich außerhalb des eigenen Körpers zu befinden und ihn selbst beobachten zu können. Und damit ist sie nicht alleine. Von solchen Nahtoderlebnissen erzählen viele, die sich in Todesgefahr befanden. Neben dem Austreten aus dem Körper und der Tunnellichterfahrung schildern Betroffene zum Teil auch Begegnungen mit Verstorbenen oder mit übersinnlichen Wesen. Manche sehen eine Art Film mit Szenen aus ihrem Leben. Die Erfahrungen ähneln sich, unabhängig von Kultur und Religion. Die physiologischen Auslöser sind vielfältig. Einer davon Sauerstoffmangel. Auch Todesangst oder Meditation können Nahtoderlebnisse auslösen. Unter Medikamenten und Drogeneinfluss werden nicht so tiefe, aber ähnliche Erlebnisse beobachtet. Doch was verbirgt sich hinter einer Nahtoderfahrung? Viele Betroffene glauben, dass ihr Bewusstsein oder ihre Seele den Körper verlassen hat. Ist das möglich? Der Neuropsychologe und Theologe Christian Hoppe hält das für unwahrscheinlich. Wir gehen in der modernen Hirnforschung davon aus, dass alle geistig-seelischen Vermögen und Phänomene immer an Hirnfunktion gebunden sind. Das würde dann auch für die Nahtoderfahrung gelten. Dort werden ja Wahrnehmungen gemacht, Gefühle empfunden, Erinnerungen gebildet. Alles das stellen wir uns heute ausschließlich im Zusammenhang mit Hirnfunktionen vor. Aber was passiert im Gehirn während einer Nahtoderfahrung? Genau weiß man das nicht. Wissenschaftler glauben, dass die Phänomene von Funktionsstörungen des Gehirns ausgelöst werden. Die Kommunikation zwischen den Nervenzellen funktioniert nicht mehr richtig. Aber erklärt das eine außerkörperliche Erfahrung? Immer wieder beschreiben Patienten zum Beispiel nach einem Herzstillstand Gegenstände oder Vorgänge, die sie eigentlich nicht hätten sehen können. Denn während einer tiefen Bewusstlosigkeit kann das Gehirn nicht arbeiten. Wie lässt sich das erklären? Für den Neurologen Wilfried Kuhn bleibt das Phänomen rätselhaft. Das ist aus neurobiologischer, wissenschaftlicher Sicht nicht zu erklären. Aus diesem Grunde muss ich schlussfolgern, muss ich die Hypothese aufstellen, dass es eine außersinnliche Wahrnehmung ist. Und diese außersinnliche Wahrnehmung ist durch die Neurobiologie letztlich nicht zu erklären, sodass man andere
Ich habe nur ganz zarte pastellfarbene Töne gesehen. Ja, so zartes Gelb, ein ganz sanftes Grün, also Türkisgrün, also einfach ganz friedliche Farben. Also ich denke, jeder Mensch, der dort einmal ist, fühlt sich sofort wohl. Ich habe zum ersten Mal meine Großeltern mütterlicherseits kennenlernen dürfen. Ich kannte sie nur von Bildern und sie sahen im Himmel, also an dem Ort, wo ich mich zu dem Zeitpunkt dann befand, sahen sie so aus, wie ich sie zuletzt von den Bildern her kannte, also ihre letzten Bilder. Sie sind nicht weiter gealtert im Himmel, haben mit meinem Namen nach mir gerufen, ja, und haben mich ganz herzlich umarmt und in Empfang genommen und sagten mir dann, sie zeigen mir jetzt mal ihr Reich. Ich habe ja auch zwei frühere Nachbarn von mir gesehen, die beide an Krebs verstorben sind. Und auch die beiden waren gesund. Also sie waren nicht mehr von ihrem Krebs gezeichnet. Und das ist ja so allgemein das Tolle, was ich mir aus meinem Erlebnis mitnehme, dass ich wirklich ganz klar sagen kann, alle Menschen, die sterben, kommen an diesen wunderschönen Ort und ihnen geht es gut. Und wir, also die Hinterbliebenen, müssen sich keine Sorgen um sie machen. Die Verstorbenen haben auch die Möglichkeit von dort oben, sage ich mal, hinunterzuschauen. An diesem Ort schien der Boden wie aus Glas zu sein. Ich hatte die Möglichkeit, dann auf meine Familie hinunterzuschauen und konnte sie dann sehen, wie sie in einem kleinen Wartesaal vor dem OP saßen. Ich habe gesehen, wie sie sich die Hände hielten, wie sie gebetet haben, auch geweint haben. Ja, und mir ging es in dieser Zeit ja gut, aber ich hatte in dieser Situation keine Möglichkeit, ihnen das mitzuteilen. Und das war ja für mich mit das Schlimmste in Verbindung mit dem Unfall. Mir ging es gut, musste aber meine Familie dort leiden sehen. Und ja, ich hätte ihnen so gern gesagt, hey, hört auf zu weinen, mir geht's gut, ich bin bald wieder bei euch. Aber ja, es ging nicht, mir waren die Hände. Ob das Gehirn in der Zeit, in der die Menschen ihre Nahtoderfahrung haben, wirklich tot ist, beziehungsweise völlig inaktiv. Denn wenn das so wäre, dann könnte man vermuten, dass es ein Bewusstsein außerhalb unseres Körpers gibt. So verrückt das auch klingen mag. Und dazu gibt es einen bekannten Fall aus den USA, bei dem die gesamte elektrische Aktivität des Gehirns während einer Operation fortlaufend gemessen wurde. Und zwar die Geschichte von Pam Reynolds. Darüber sprechen wir gleich direkt mit Dr. Hoppe. Dr. Hoppe, der Kardiologe, behauptet ja am Ende des Filmes, das Gehirn hätte keine Aktivität mehr gehabt, als das Nahtoderlebnis abgelaufen ist. Was sagen Sie dazu? In diesem Bericht sind so unglaublich viele Fehler. Wir sehen bei dem Fall Pam Reynolds, glaube ich, die Entstehung eines Mythos. Und es ist sehr wichtig, sich an die ersten Berichte zu halten, die sorgfältig zu betrachten. Für diesen Fall ist die gesamte Erörterung dieser sogenannten Kälteschlafes oder dieser Unterkühlungsnarkose vollkommen irrelevant. Weil alles, was irgendwie zeitlich bestimmbar ist in den Erlebnisberichten von Pam Reynolds, hat deutlich vorher stattgefunden. Das können Sie auch im Bericht selbst nochmal nachhören. Nach 2 Stunden wurde eben trepaniert, also der Schädel geöffnet. Nach 4 Stunden wurde dann erst diese Unterkühlungsnarkose überhaupt eingeleitet. Das ist wirklich erstaunlich, dass das in den Medien immer weiter kolportiert wird, dass diese Unterkühlungsnarkose irgendwie relevant sei für diesen Fall. Ist sie nicht, in keiner Weise. Ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass es einfach viele Menschen gibt, die sowas gerne auch glauben möchten. Deswegen haben wir uns ja heute auch dieses Themas angenommen, weil es einfach viele Menschen interessiert. Aber gut, angenommen, das ist so, wie Sie sagen. Aber dann würde das ja so erklären, dass sie Gespräche wahrgenommen hat, weil eben ihr Gehirn aktiv war. Aber wie hätte sie denn diesen Bohrer sehen können, wenn ihre Augen zu waren? Sie hat ihn nicht direkt gesehen, sie hat ihn gehört. Wenn ich zum Beispiel jetzt unter den Tisch klopfen würde, ich weiß nicht, ob Sie das hören können, dann sehen Sie in gewisser Weise meine Faust unter die Tischplatte klopfen. Und sie hat gesagt, es hat sich angehört,
wie so ein Zahnarztbohrer. Also sieht es auch aus wie ein Zahnarztbohrer. Das Wahrscheinlichste ist, dass Sie hier im Rahmen einer Standardnarkose, vielleicht sogar einer relativ flachen Standardnarkose, die durchgeführt wurde zur Vorbereitung der nachfolgenden Unterkühlungsnarkose, dass Sie dort intraoperative Wachheit erlebt oder erlitten hat. Also sie war nicht wirklich bewusstlos. Und in diesem Zustand hat sie dieses außergewöhnliche Erlebnis eines außerkörperlichen Erlebnisses gehabt, einen ungewöhnlichen Bewusstseinszustand. Ja. Wie würden Sie die Paradieserfahrung von Christine Stein erklären, die sie uns gerade geschildert hat? Das Wichtige ist nochmal, die Hirnforschung hat zunächst die funktionelle Betrachtung. Wir brauchen also in dem Erlebnisbericht zeitliche Marker, um die abgleichen zu können mit Hirnfunktionsmessungen. Und auch mit der Realität.